Wie prüft die deutsche Rentenversicherung den Anspruch auf die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1. Januar 2021 kommt ja die Grundrente. Sie wurde am 2. Juli 2020 durch den Bundestag beschlossen und am 3. Juli, also einen Tag später, dann auch noch durch den Bundesrat. Unsere Leserinnen und Leser möchten gerne wissen, ob es denn ein Grundschema gibt, wie die deutsche Rentenversicherung den Anspruch auf die Grundrente überhaupt prüft. Selbst wenn Sie jetzt bei der deutschen Rentenversicherung anrufen, kriegen Sie keinerlei Auskünfte, wie das überhaupt funktioniert. Ja, es gibt ein Grundschema, wie die deutsche Rentenversicherung die Grundrente zu prüfen und zu berechnen hat. Und dieses Grundschema habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das lässt sich aus dem Gesetz, aus dem neuen Grundrentengesetz ableiten. Am 1. Januar 2021 geht die Grundrente los. Da prüft die deutsche Rentenversicherung im ersten Prüfschritt. Erstens liegen die Anspruchsvoraussetzungen vor. Ja, ich mache hier mal ein Häkchen dran. Anspruchsvoraussetzung auf die Grundrente heißt nichts anderes, dass der Versicherte nach dem Grundrentengesetz mindestens 33 Jahre Wartezeiten nachweisen muss oder Grundrentenzeiten nachweisen muss, bis maximal 35 Jahre Grundrentenzeiten. Und er darf nicht mehr als im Schnitt von 0,8% des Durchschnittseinkommens im Jahr verdient haben oder nicht weniger als 0,3% bezogen auf die 35 Jahre Grundrentenzeiten. Das nennt man dann Grundrentenbewertungszeiten. Und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann berechnet die deutsche Rentenversicherung, das gehört noch mit zu dem Schritt 1, die Grundrente. Berechnen, Grundrente. Hinter der Grundrente verbirgt sich nichts anderes als ein Zuschlag an Entgeltpunkten, die Sie zusätzlich zu der bestehenden Rente dazu bekommen. Ja, das ist also, ich mache das nochmal ganz klar, Zuschlag an Entgeltpunkten. So, das ist sozusagen der erste Schritt. Hört sich ganz banal an, aber da ist schon viel Musik drin. Im zweiten Schritt, wenn das jetzt alles hier berechnet worden ist, kommt der zweite Prüfschritt, die sogenannte Einkommensanrechnung. Einkommensanrechnung. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung prüft, ob Alleinstehende ein zu versteuerndes Einkommen haben, welches auf die Grundrente angerechnet werden kann, wenn der Betrag höher ist als 1250 Euro ist für Alleinstehende oder für Eheleute 1950 Euro Eheleute. Und wenn das beides alles feststeht, dann bekommen Sie sozusagen im Ergebnis Ihren tatsächlichen Rentenzuschlag an der Grundrente. Das ist dann sozusagen das Ergebnis, ist gleich monatlicher Grundrentenzuschlag oder aber auch nicht. Das kann auch sein. Also wir gehen mal im positiven Falle davon aus, dass Sie auf jeden Fall Ihren Zuschlag bekommen werden. Mache ich hier mal ein Häkchen dran. Ja? Das heißt also so, sieht erstmal ganz grob der Prüfschritt aus oder die Prüfschritte aus, die Arbeitsschritte aus, die die deutsche Rentenversicherung hier abzuarbeiten hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.